Stefan Beer hat uns einen bunten Bilderreigen mitgebracht, mit dem er seine Erfahrungen aus der Gestaltung vielfältiger Schulfreiräume, aber auch seine Erfahrungen in der Einbeziehung von Kindern, Eltern und Kollegium schildert. Er ist Hamburger Grundschullehrer und Kleingärtner und berät Schulen bei der naturnahen Schulgeländegestaltung. Ich freue mich auf Stefan Beer. Herzlich willkommen. Ja, moin, wie man in Hamburg sagt. Können Sie mich gut hören? Okay. Das Lustige ist, ich habe heute Morgen Andreas Weber nach 35 Jahren wieder gesehen. Wir sind nämlich zusammen auf einem Gymnasium nördlich von Hamburg gegangen und waren sogar im selben Jahrgang. Und ja, ich möchte Ihnen heute einiges erzählen über naturnahe Schulhöfe und wie man da hinkommt. Vielleicht noch kurz eine Ergänzung. Also ich wurde eben angekündigt als Kleingärtner. Ja, das stimmt. Aber hat natürlich erstmal immer so ein Geschmäckle. Das sind so die Spießigen bei uns mit Deutschlandfahne und so. Ich bin aber über meinen Kleingarten tatsächlich zum naturnahen Gärtnern gekommen. Und damit dann plötzlich auch zu einem anderen Blick auf unser Schulgelände, das ich eben dann plötzlich ganz förderlich fand, was ich vorher gar nicht gemerkt habe. Ich möchte meinen Vortrag aufteilen in vier Bereiche. Zum einen möchte ich darauf eingehen und klären, warum Naturerfahrungen für Kinder so notwendig sind, dass wir aufgefordert sind, ihnen diese Erfahrungen zum Beispiel an einem langen Schultag oder an einem langen Kita-Tag auch zu ermöglichen. Dann will ich schildern, wie wir unseren Schulhof im Schanzenviertel, das ist wirklich ganz, ganz innerstädtisch, ganz verdichteter Raum, in einen naturnahen Schulhof umgewandelt haben und welche Rolle Schülerbeteiligung dabei spielt. Diesen Schwerpunkt werde ich aber auch heute Nachmittag noch in meinem Workshop etwas genauer darstellen. Dann will ich Ihnen schildern, wie wir unsere Mitmachbaustelle organisiert haben und wie sie abgelaufen ist und welche Bereiche wir umgestaltet haben. Und abschließend möchte ich dann noch Ihnen Hinweise geben, wie dieser neue Schulhof unser Schulleben verändert hat. Zuallererst müssen wir uns aber klar machen, wie Kinder heutzutage groß werden. Andreas Weber hat ja schon einige Dinge genannt, was eben durch Corona passiert ist. Das hat aber nach meiner Wahrnehmung eigentlich die Dinge nur noch mal eine Spur schlimmer gemacht. Wir haben zum einen den ständig wachsenden Medienkonsum zu einem immer früheren Zeitpunkt. Da war eben auch dieses gruselige Foto von Andreas vorhin mit diesem Kleinkind, das da irgendwie auf dem Bildschirm glotzt. Und Kinder, die auf den Bildschirm glotzen, haben eben in der Zeit keine Möglichkeit, andere wichtige basale Primärerfahrungen zu machen. Und dazu zählt eben auch die Begegnung mit der Natur. Es gibt eine WHO-Langzeitstudie, jetzt schon wieder ein bisschen in die Jahre gekommen, aber auch nicht lange her, ein paar Jahre her, die belegt, dass 80% der deutschen Kinder sich zu wenig bewegen. Demnach war die körperliche Aktivität der 4- bis 17-Jährigen innerhalb von 12 Jahren um 37% gesunken. Ich komme nun aus Hamburg, eine Großstadt, sehr verdichtet. Und das, was ich jetzt ausführe, ist dann vielleicht für einige, die auf dem Land leben, doch nicht so zielführend. Den Punkt können Sie dann gleich wieder vergessen. Aber ich denke, viele kommen aus Räumlichkeiten oder aus Gegenden, und wissen irgendwie, wie es ist, wenn der Raum eben stark verdichtet ist und in solchen, also der städtische Raum. Und in solchen Räumen haben Kinder, wie zum Beispiel unsere Kinder aus dem Schanzenviertel, kaum noch Kontakt zur Natur. Einige Kinder vielleicht noch mit ambitionierten Eltern am Wochenende, dass sie mal irgendwie einen Ausflug machen, aber ansonsten passiert da in deren Alltag nichts. In dem Zusammenhang gehe ich davon aus, dass Sie selber auch die Erfahrung kennen, dass Kinder mittlerweile vor allem Angst haben oder Ekel. Ja? Also es gibt Untersuchungen von 2019, glaube ich, waren die, eine deutsche Untersuchung, dass über die Hälfte der Kinder nicht mehr freiwillig bereit waren, ein Insekt in die Hand zu nehmen. Ja? Oder ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ein Kind aus meiner Klasse, da ging es darum, in der Erde zu wühlen, mich bat, ich soll ihm bitte Gartenhandschuhe geben. So, ne? Also diese Naturentfremdung, die finde ich erschreckend. Kinder rennen vor allem weg. Eine Biene, dabei ist das eine Fliege oder eine Wespe. Also man kann das auch gar nicht mehr benennen, was das eigentlich ist. In diesem Zusammenhang eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, in einem ganz wunderbaren Schullandheim an der Elbe. Also wenn Sie mal in Hamburg sind, Schullandheim Wittenbergen, wirklich großartig. Ganz, ganz tolles Außengelände. Es ist ganz naturnah. Die Kinder können da irgendwie im Unterholz sonst was für Dickicht, Geschichten bauen.
Das haben zwei Jungs aus unserer Klasse damals gemacht, eine zweite Klasse. Die anderen haben nur Fußball gespielt, sodass wir ihnen den Ball irgendwann mal weggenommen haben, dass sie doch nochmal was anderes machen. Und die Mädchen haben, wenn wir nicht gerade Ausflüge gemacht haben, in der Nähe des Schullandheims, also des Gebäudes, ihre Rollenspiele gemacht. Und was in Hamburg mindestens so ist, vielleicht auch in Österreich, auch in vielen Gegenden, wir haben immer mehr Ganztagsschulbetrieb. Das heißt, in Hamburg ist es so, dass ich glaube inzwischen fast 100% der Hamburger Kinder in eine Ganztagsschule. Die Vielzahl von Kindern, namentlich Grundschulkindern, die von morgens um 8 Uhr bis 3:30, 4 in der Schule sind. Und das ist der Großteil ihres Wachzustandes. Und da ist es wichtig, dass wir uns die Außengelände angucken. So, und Frau Möller hat vorhin schon vorgegriffen. Ich habe geguckt, was gibt es eigentlich für Untersuchungen, die belegen, dass Kinder Natur brauchen. Für mich als Naturschützer, man hört mich gut? Für mich als Naturschützer war das selbstverständlich, dass Kinder Natur brauchen. Und ich war dann aber auch froh zu erfahren, muss ich das, in welche Richtung? In irgendeine Richtung? Ja. War ich dann froh zu erfahren, dass es tatsächlich auch Belege gibt. Und Ulrich Gebhardt wurde vorhin schon von Frau Möller genannt. Der hat bereits 2094 in seinem Buch Kind und Natur den Zusammenhang zum Beispiel von Naturerfahrung und Kindesentwicklung bearbeitet und kam zu dem Schluss, dass ein Mangel an primären Naturerfahrungen in der sensiblen Altersphase, und das ist so die Zeit um den Grundschuleintritt, wahrscheinlich durch keine noch so stimulierende Ersatzwelt kompensiert und später wohl auch nicht nachgeholt werden kann. Ja, das ist so dieses, was Peterchen nicht lernt, lernt Peter nimmermehr, oder so ein ähnlicher Spruch gab es früher. Und er stellte fest, dass die empirischen Befunde zur belebenden und gesundheitsfördernden Wirkung von Natur bemerkenswert sind. Auch das haben wir heute Morgen schon so ähnlich von Andreas Weber gehört. Zu Naturerfahrung und Umweltbewusstsein führt er aus, dass Naturerlebnisse in der Kindheit zu den wichtigsten Anregungsfaktoren für ein späteres Engagement in Umwelt- und Naturschutz zählen. Das heißt, unter uns gesprochen, wir fördern Fridays for Future, wenn wir naturnahe Schulhöfe anlegen. Laut Gebhardt ist unser Gefühl für die Natur nämlich eher von positiven Erlebnissen und von Intuitionen als von rationalen Argumenten geprägt. Er führt dazu dann aus, es spricht viel dafür, dass die Wertschätzung von Natur eher das Ergebnis von beiläufigen, gelungenen Erfahrungen in der Natur ist, unabhängig von deren umweltpädagogischen Intentionen. Hier war heute Morgen schon viel die Rede davon, dass wir irgendwie den Kindern mehr Natur beibringen sollen. Oder ich habe mal aufgeschrieben, was hier von einem Vorredner gesagt wurde. Das ist richtig. Ein naturnaher Schulhof ist auch super. Da kann man dann auch guten Unterricht machen und den Kindern Naturphänomene erklären. Es geht aber vor allem darum, dass sie einfach überhaupt diese Begegnung haben und diese Erfahrung machen können und Tiere und Pflanzen beobachten können. Ganz beiläufig, ohne dass wir daneben stehen und ihnen sagen, so und jetzt bestimmt doch bitte nochmal, welche Wildbiene das eben war. Das heißt, die Erhöhung der Wertschätzung von Natur wäre ein geradezu unbeabsichtigter Nebeneffekt von Naturerlebnissen. Auch jüngere wissenschaftliche Untersuchungen belegen den hohen Wert von Naturerlebnissen für die gesunde Entwicklung von Kindern. Eine Auswertung von 115 internationalen Studien weist nach, wie notwendig Naturbegegnungen für die mentale, soziale und physische Entwicklung von Kindern sind. Diese Auswertung veröffentlichten Andreas Reit und Armin Lude 2014 unter dem Titel Startkapital Natur, wie Naturerfahrung die kindliche Entwicklung fördert. Sie haben sich vor allem vier Schwerpunkte rausgesucht. Das war einmal Naturerfahrung und mentale Entwicklung. Sie konnten feststellen, dass Kinder ein verbessertes Wohlbefinden zeigen. Eine Steigerung der Selbstwahrnehmung, das heißt des Selbstwertgefühls, des Selbstbewusstseins und des Selbstvertrauens. Und eine Förderung der Selbstkompetenz. Das sind so Sachen wie Kreativität und Lernmotivation. Dann haben sie sich mit dem Zusammenhang von Naturerfahrung und sozialer Entwicklung befasst und konnten nachweisen, dass die Sozialkompetenz sich verbesserte. Das heißt, die Kinder waren höflicher, kommunizierten besser und waren kooperativer. Es gab weniger Disziplinprobleme und aggressives Verhalten. Und es wurde ein kreativeres, aktiveres und konstruktiveres Spiel beobachtet. Dann haben sie sich mit dem Zusammenhang von Naturerfahrung und körperlicher Entwicklung befasst und konnten nachweisen, dass die Kinder gesünder waren. Da sind wir wieder bei Corona. Sie zeigten eine verbesserte Krankheitsresistenz und die Kinder bewegten sich mehr und ihre motorischen Fähigkeiten wurden gefördert. Weil
Wenn ich von einem naturnahen Schulhof rede, dann ist das ein Schulhof oder ein Außengelände, das immer auch bewegungsanregend ist. Da kommen wir später noch zu, warum das so ist. Auch die beiden Autoren haben sich mit dem Zusammenhang von Naturerfahrung und Umweltbewusstsein befasst und kamen zu dem Schluss, dass Naturerfahrung einen stärkeren Effekt auf Umweltbewusstsein und Handeln als das reine Umweltwissen haben. Und sie stellen fest, generell sollten Umweltbildungsmaßnahmen möglichst in der frühen Kindheit beginnen. Die Kinder brauchen dabei sinnliche Wahrnehmungen, sie sollten der Natur im Freien begegnen und die Naturerfahrungen sollten in einem sozialen Kontext stattfinden. Das heißt für uns, viel wichtiger als Wissensvermittlung ist, dass Kinder handelnde Auseinandersetzungen und konkrete Naturerlebnisse haben. Ihr Fazit lautet, was aber wie ein Querschnitt aus allen Ergebnissen bleibt, und ich sage nochmal, das waren 115 internationale Studien, ist die Notwendigkeit von Naturerfahrungen für Kinder. Kinder brauchen Räume, in denen sie die Natur erfahren können. Dies könnte unsere eigentliche Herausforderung sein. In diesem Zusammenhang gehe ich immer an dieser Stelle auf die sogenannten Shifting Baselines ein. Sie beschreiben das Phänomen, dass die Orientierungspunkte, anhand derer Menschen ihre Umwelt beurteilen, sich schleichend verschieben. Das Konzept stammt aus der Umweltforschung, lässt sich aber auch auf den Erfahrungshorizont von Kindern übertragen. In der Forschung geht es dabei um die Frage, welcher Umweltzustand als normal empfunden wird. Beispielsweise nehmen ältere Fischer, ebenso wie ältere Umweltforscher, aufgrund ihrer Erfahrungswerte den Rückgang von Fischbeständen deutlicher wahr als jüngere Kollegen. Entscheidend ist also der Bezugspunkt, von dem man ausgeht. Für uns heißt das, Kinder, die in ihrem Lebensumfeld zum Beispiel kaum noch Vogel- oder Schmetterlingsarten erleben und kennen, werden diesen Umstand weder bedauern noch eine Verarmung wahrnehmen, weil sie es nie anders kennengelernt haben. Mit anderen Worten, Naturerfahrungen sind offenbar nicht nur wichtig, sondern notwendig für die gesunde Entwicklung von Kindern. Und weil diese Erkenntnisse so wichtig sind, möchte ich noch auf zwei Bücher hinweisen. Das ist einmal von Richard Luft, Last Child in the Woods, ein US-Amerikaner, bereits 2005 erschienen, 2011 dann auf Deutsch. Soweit ich weiß, nur noch antiquarisch zu bekommen. Und von dem hier anwesenden Andreas Weber, Natur tut gut, warum Kinder draußen glücklicher sind. Das hatte ich schon vorher in meiner Präsentation, bevor ich wusste, dass Andreas auch hier ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie schleimen, aber das machen wir Hamburger eh nicht. Das verkauft Andreas auch übrigens als Matschbuch, ne? Das ist praktisch der Vorläufer und das ist die Aktualisierung mit ganz geringen Veränderungen. Genau. Ja, bevor ich also zur Darstellung unseres Projekts komme, möchte ich unbedingt noch auf einen weiteren Aspekt eingehen. Es gibt nämlich noch mehrere weitere positive Effekte von Naturerlebnisschulhöfen, nämlich für Naturschutz und Klimaanpassung. Sie können die Vernetzung von Biotopflächen ergänzen, das heißt die Biodiversität und die Naturqualität, zum Beispiel in einer Großstadt wie Hamburg, können wir durch naturnahe Schulhöfe verbessern. Grünräume spielen zunehmend eine wesentliche Rolle im Zuge kommunaler Klimaanpassung, da sie als kühle Oasen gegen Großstadthitze wirken. Ein Beispiel, Paris hat bereits 2015 entschieden, alle 800 Schulhöfe bis 2040 naturnah umzugestalten, um eben diese kühlenden Effekte mitten in der Stadt, mitten im Stadtteil zu bewirken. Und wir leben in einer alternden Gesellschaft, das ist hier in Österreich nicht anders als in Deutschland. Und wir werden immer mehr als alte Menschen, und da kommen ja auch die Jungen, die hier unter uns sind, in ein paar Jahrzehnten zu, wir werden immer mehr unter Hitzesommern leiden, wo es vielleicht auch über Tage nachts kaum noch unter 30 Grad geht. Und da sind solche kühlenden Effekte, die also im Stadtteil wirklich auch vielleicht 4-5 Grad Kühlung bringen, total wichtig. Also diese Punkte sind wahrscheinlich auch noch für Sie wichtig als Argument gegenüber Leuten, von denen Sie aber Geld haben wollen. Unversiegelte Schulaußengelände bieten große Versickerungsflächen, die dem Grundwassererhalt dienen und damit Auswirkungen von sich häufender Starkregenereignisse ausgleichen. Ich weiß nicht, wer heute Nacht irgendwie mitbekommen hat, was da runterkam. Ne? Die Siele können das oft gar nicht mehr aufnehmen. So, und da sind eben wahrscheinlich auch nicht nur deutsche oder Hamburger Wasserwerke interessiert, sondern das wird auch in Österreich ein Punkt sein. Und abschließend für viele hier unter Ihnen, die ja auch vielleicht so naturgärtnerisch unterwegs sind, es gibt
mit einer naturnahen Schulgeländegestaltung die Möglichkeit, eben auch für ein anderes Gärtnern, für ein naturnahes Gärtnern zu werben. Und da möchte ich den Hinweis geben auf ein ganz schönes Projekt, Tausende Gärten, Tausende Arten, das Sie unter dieser Homepage oder unter diesem Link finden, mit ganz, ganz tollen Anregungen zum naturnahen Gärtnern. So, jetzt kommen wir also zu dem Punkt, wie wir unseren Schulhof von der Asphaltwüste zum Naturerlebnisschulhof umgewandelt haben. Wir hatten relativ viel ebene Fläche, kaum Grün, außer einiger alter Bäume. Es gab kaum Böschungen und Senken, einige attraktive Spielgeräte, aber große Bereiche waren gepflastert. Hier sehen Sie mal die traurige Fläche rund um die Reckstangen. In den Beeten hatten wir überwiegend immergrüne, nicht heimische Bepflanzung in geringer Artenvielfalt. Kaum Blüten. Ich habe damals mal geguckt, was haben wir da? Es gab einen Löwenzahn, drei Schaboxkraut und ein Immergrün. Und damit hatten wir keine Insekten und es gab auch keine Vögel. Was sollen die bei uns, wenn es diese fliegenden Eiweiße nicht gibt, die sie für ihre Brut brauchen? Wie lief das Projekt ab? Wir haben zunächst Elternrat und Kollegium für die Idee gewonnen und konnten dann einige Interessierte finden, die eine Schulhof AG gegründet haben. Es wurden erste Ideen gesammelt und im Oktober 2016 bei zwei Hochbegehungen wurden unsere Wünsche mit den beauftragten Planerinnen besprochen und konkretisiert. Wichtig ist, dass ein naturnaher Schulhof von Menschen gestaltet wird, die nach bestimmten Prinzipien planen. Dazu gehört die Verwendung von überwiegend heimischen Wildpflanzen, denn anders als exotische Züchtungen und klassische Gartenpflanzen bieten diese einer Vielzahl von Tieren, allen voran Insekten, Lebensraum und Nahrung. Unsere Tiere und Pflanzen haben sich im Laufe der Evolution über Jahrmillionen aneinander angepasst. Sie gehören zusammen wie Schlüssel und Schloss. Was einige von Ihnen vielleicht nicht wissen, ist, dass von jeder Wildpflanze etwa 10 Tierarten, also im Schnitt 10 Tierarten abhängig sind. Das heißt, mit einer klugen und vielfältigen Pflanzenauswahl pflanzen wir praktisch Tiere. Ich liebe dieses geflügelte Wort Tiere pflanzen, weil es bringt es auf den Punkt. Das kann man nochmal lauter machen hier. Ganz wichtig ist, bei so einer Planung, dass man die Kinder mitnimmt. Das heißt, wir haben die Kinder nach ihren Wünschen gefragt und es gab einen 4-wöchigen Ideenwettbewerb, wo die Kolleginnen, und zwar so wie sie es wollten, mit den Kindern zusammen den Wunschschulhof erarbeitet haben. Da gab es vielleicht eine Kollegin, die hat sich nur eine Dreiviertelstunde Zeit genommen. Andere haben vielleicht Zeichnungen machen lassen. Am Ende haben wir jedenfalls von allen Klassen ein Ranking bekommen. Da kommen wir gleich noch hin. Wir haben ein Ranking bekommen, was die Kinder sich wünschen und die Naturgartenplanerin hat daraus dann eben den Plan, die Realisierung für den Schulhof gemacht. Ich kann jetzt an dieser Stelle nicht groß auf Partizipation eingehen, das mache ich heute Nachmittag, aber ich wollte eine Sache unbedingt vorstellen, nämlich den sogenannten Sponsorenlauf. Einige werden das kennen, vielleicht viele, aber einige auch nicht und der ist wahnsinnig klasse, weil man dort nämlich erleben kann, wie Kinder sich einsetzen für ein Ziel, für ihr Ziel eines anderen, eines schöneren Schulhofs. Wir haben bei uns im nahegelegenen Schanzenpark eine 800 Meter Rundstrecke festgelegt. Die Kinder hatten die Aufgabe, sich Sponsoren zu suchen, 2, 3, 4. Die haben sich per Unterschrift verpflichtet, so und so viel, einen bestimmten Betrag pro Runde zu zahlen. So. Und die Kinder sind gelaufen. Und zwar alle von Vorschule bis Klasse 4. Das sind 550 Kinder. Und die sind gelaufen. Hinten sind einige schon gegangen, aber der Junge vorne da, der Blonde ganz rechts, der läuft immer noch. So. Und was man den Leuten natürlich nicht gesagt hat, ist, dass Laufen auch bedeutet gehen. So, also einige sind vielleicht am Ende nur noch 3 oder 4 Runden gegangen und das waren dann aber auch schon wieder auf der Uhr ein paar Euro mehr. Wir hatten am Ende die Situation, dass die Kinder fix und fertig waren, aber stolz wie Bolle, wie man in Hamburg sagt. Und wir hatten 17.000 Euro zusammenbekommen. Und das in einem Stadtteil, wo die Leute nicht jetzt das Geld so dicke haben. Und damit hatten wir über die Hälfte dessen an Etat, was wir eben für unsere Umgestaltung brauchten. So, jetzt muss ich mich ganz schön spucken. Wir haben unsere Planung in einer 6-tägigen Mitmachbaustelle umgesetzt. Dabei waren alle 1. bis 4. Klassen für jeweils 1,5 Stunden mit ihren Klassenlehrerinnen und Erziehern beteiligt. Etwa ein Dutzend Freiwillige eines Naturschutzverbandes. Und am Freitag und Samstag viele Eltern mit ihren Kindern. Wir haben die Mitmachbaustelle im Mai-Juni 2017 umgesetzt. An diesen 6 Tagen haben wir über 200 Tonnen Kies, Erde, Schotter und Steine verteilt. Und da wir jeden Euro 2-mal umdrehen mussten, haben wir also diesen Mini-Bagger inklusive Arbeitssklave
nur für 3 Tage gemietet. Anschließend haben wir den ganzen anderen Kram mit Schubkarren und Eimern bewegt. Hier sehen Sie die Materialanlieferung. Das haben wir während des Schulgeschehens gemacht. Und am Ende, und die kamen auch alle, das waren 4 LKWs, die kamen alle in der großen Pause. Und am Ende der Schulwoche sagte die Schulleitung nur zu mir: Du Stefan, wir haben hier jede Woche immer mindestens einmal den Rettungswagen. Diesmal war keiner da. Also das riskieren Sie ruhig was. Das darf man, das ist gut. So, hier sehen wir, wie Kinder arbeiten. Ja, die haben dort Pflaster aufgenommen. Den haben wir nicht abgefahren, sondern also alles, was man irgendwie wiederverwenden kann, wird wiederverwendet. Wir haben das dann irgendwo unter irgendeinem Hügel verbuddelt. So, oder wir haben hier, da muss ich auf mein Zettel gucken, wir haben hier die Situation, dass Kinder einen Doppelstab-Mattenzaun wegtragen, den wir zerflext haben, weil die den nicht mehr haben wollten. Und den haben wir an anderer Stelle wieder verarbeitet als Ballschutz für Pflanzen, die dann irgendwie irgendwo hochgerankt sind. Außer der alten Pflanzbestände, die wir gerodet haben, die wir nicht mehr haben wollten, haben wir nichts abtransportiert. Hier sehen Sie 2 Mütter. Beim Bau einer Trockenmauer. Ich muss jetzt wirklich durchhechten. Hier die Väter, eben mit Schubkarren und mit Eimern wurde da das Material transportiert. So sah das Beet vorher aus. Wir haben also alle Beete ausgeräumt von dem, was da ursprünglich drin waren. Das waren so immergrüne, nicht heimische Pflanzen. Die haben wir mühsam gerodet und haben daraus dann, wie an dieser Stelle, ein artenreiches Beet gemacht. Daneben haben wir 6 Hügelbeete mit Trockenmauern neu gestaltet und an 2 bisher wenig genutzten Flächen wurde eine Wildblumenwiese angelegt. Die sah vorher so aus, also die Fläche. Der Schulhof machte bisher einen aufgeräumten Eindruck mit viel ebener Fläche. Um das zu ändern, haben wir einen großen Spielhügel aufgeschüttet. Und das Schöne ist, dass auf dieser Fläche inzwischen, weil da sind eben auch Weiden und andere Sträucher gepflanzt worden, obwohl da die Kinder wie die besenkten Säue im Spiel durchlaufen, kann da überall auch was blühen und wachsen. Also es funktioniert im Schulbetrieb. Ich kann Ihnen den Beweis zeigen. So, hier haben wir einige Frühblüher. Die Kinder haben seitdem jedes Jahr 1500 Blumenzwiebeln gesetzt. Und so dass unser Schulhof inzwischen also auch im Frühjahr schon ganz, ganz früh blüht und wir dadurch natürlich ganz viele Insekten und andere Tiere anlocken. Inzwischen blüht es bei uns, ganz kurz, worauf sollten Sie achten? Jetzt im Schweinsgalopp, bitte achten Sie, dass Sie die Finanzierung möglichst schnell planen. Dass Sie die Zusammenarbeit möglichst mit Leuten planen, die den Spirit von naturnah verstanden haben. Holen Sie sich Unterstützung von Verbänden, das kann auch irgendwie der Fußballverein aus der Nachbarschaft sein. Bei der Planung unbedingt auf Schutzzäune und Trittschutz wie große Steine achten. Auch da gehe ich heute Nachmittag etwas drauf ein. Sinnvoller Zeitraum April, besser als Herbst, weil das für die Kinder frustrierend ist, im Herbst was zu pflanzen und dann zieht es sich erstmal irgendwie zum Winter zurück. Und für längere Trockenphasen unbedingt in den ersten 2 Jahren und danach ist das nicht mehr nötig, weil das sind Wildpflanzen, die Wässerung organisieren. So, ich heiz mal weiter durch. So sieht es inzwischen bei uns aus. Wir haben dadurch eine Vielzahl von Insekten angelockt und damit auch eine Vielzahl von Vögeln, die inzwischen bei uns sind. Hier sehen Sie nochmal, wo wir uns befinden. Unten sehen Sie den Bereich, da ist die Elbe, hier ist irgendwie die City, so. Und das ist alles ganz, ganz verdichtet und trotzdem haben wir eine unglaubliche Artenvielfalt schaffen können. Ich frage mich selber manchmal, wie kann das sein, dass so der Pinselkäfer, der nicht so wahnsinnig häufig ist in Hamburg, bei uns aber im innerstädtischen Bereich plötzlich vorkommt. Wir hatten letztes Jahr den Specht, der bei uns irgendwie gebrütet hat. Dieses Jahr übrigens wieder. So, hier sehen wir, dass wir als Schule natürlich auch Naturbildungsmaßnahmen ergreifen, wenn wir schon so einen Schulhof haben. Hier so eine große Insektennisthilfe, daneben eine Infotafel, von denen gibt es auf dem Gelände inzwischen ganz, ganz viele. Zum Beispiel neben der Blumenwiese, da ist dann irgendwie Schmetterlinge und ihre Nutzpflanzen. Da können die Kinder, wenn dann ein Schmetterling da ist, auch mal gucken, was war das eigentlich für einer. Die Kinder haben inzwischen viel mehr Versteckmöglichkeiten. Es ist viel, viel anregender geworden. Sie können Modelle bauen, da gehe ich auch heute Nachmittag drauf ein. Ja, also Sie haben Möglichkeiten, mit Material Sachen zu bauen. Das hatte auch die schottische Kollegin vorhin irgendwie angesprochen. So, Kinder lassen sich so leicht in Erstaunen versetzen. Nicht alle, 10-15%, die fragen irgendwie, können wir mal unser Handy rausholen, das ist langweilig. Aber die meisten Kinder sind dafür zu begeistern. Und wenn man ihren Blick schult, dann sehen sie, dass das nicht ein Käfer war, sondern dass das 2 sind, die sich da gerade paaren.
und dass es dieses Phänomen auch bei den Marinis gibt. So, und hier noch ein Hinweis, das sind so transparente Wildbienen-Nisthilfen, die man aufklappen kann. Ein ähnliches Modell habe ich da hinten auch gesehen. Die sind total klasse, um den Kindern wirklich auch nochmal genau zu zeigen, wie ist die Biologie der Wildbiene, wie arbeiten die. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn dann da plötzlich auch Grashüpfer drin sind, weil nämlich irgendwelche Wespen, die als Eiweiß für ihre Puppen da irgendwie hinterlegt haben. So, ich bin in einer Minute fertig. Draußenschule, auch noch etwas, was wir bei uns jetzt machen mit diesem Schulhof. Einmal in der Woche von Mitte der zweiten Klasse bis Mitte der dritten sind die Kinder im Unterricht verplant und gehen mit der Naturerlebnispädagogin raus auf den Schulhof bei Wind und Wetter. Machen dann zum Beispiel solche Erfahrungen, nämlich dass da ein Nashornkäfer oder ein Grashüpfer vorbeikommt und dass es Kinder gibt, die nehmen die in die Hand. Und das ist für die, die das niemals tun würden, total wichtig, weil die nämlich nach einem Dreivierteljahr die auch in die Hand nehmen. So, und hier eine Christine, die irgendwie an einer dieser genannten Infotafeln etwas über Wildbienen erzählt, die im Boden nisten. Hier nochmal eine Erfahrung aus dem letzten Jahr. Die Kinder sollten Krabbeltiere suchen und mit einem kindgerechten Bestimmungsbuch die bestimmen. So, und für das alles brauchen wir nur Blüten. Und deshalb möchte ich schließen mit dem alten Song der Beatles, Let It Bloom.